Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ihr wisst Bescheid, ich blende sie wie immer um mich drumherum nochmal mit ein und wenn ihr zu einem bestimmten Buch springen wollt, dann klickt einfach drauf. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich im September gelesen habe, war dieses hier, Forever in Love, Keine ist wie du von Cora Carmack. Das ist der zweite Teil der Forever in Love Reihe, da hatte ich ja vor 2-3 Monaten den ersten schon gelesen und der hat mir wirklich gut gefallen, deswegen habe ich mir jetzt den zweiten noch gekauft. Ich mochte die Geschichte hier sogar noch mehr als die vom ersten Teil. Ich fand einfach die Handlung hier ein bisschen spannender und interessanter und ich mochte die Charaktere wirklich sehr, sehr gern. In diesem Buch geht es um Silas Moore und Silas ist Footballspieler. Also er ist gleich nach dem Quarterback der zweitwichtigste Footballspieler in der Mannschaft. Fragt mich nicht, Lineman oder irgendwas, ich habe von Football keine Ahnung. Blickt da mal nicht so durch. Naja, auf jeden Fall ist Silas, was das betrifft, ziemlich wichtig und er ist ein ziemlich arroganter Kerl und er hat schon keine Ahnung, wie viele Frauen in seinem Leben gehabt und hat dort auch einen ziemlich hohen Verschleiß. Er trinkt sehr gern und ja, er prügelt sich auch gern mal und deswegen landet er eines Nachts im Gefängnis. Und was er nicht glauben kann, ist, wen er im Gefängnis trifft. Denn er trifft dort auf Dylan Brenner. Dylan ist bei einer Protestaktion verhaftet worden, weil sie sich angekettet hat irgendwo und ja, eigentlich den Platz räumen sollte. Und Dylan ist ein Mädchen, um was er sonst eigentlich einen Bogen macht. Denn sie ist liebenswert, sie ist eine ganz Liebe und sie ist eine Süße. Und ja, sie ist einfach ein liebes, nettes Mädchen und es ist normalerweise nicht so Silas sein Beuteschema. Aber sie hat irgendwas an sich, was ihn fasziniert und so hilft er ihr dann schlussendlich auch noch aus dem Gefängnis raus. Und zwischen den beiden entwickelt sich so nach und nach eine Freundschaft, die dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr werden kann. Und ja, es geht in diesem Buch auch noch darum, dass Dylan dann versucht, Silas bei der Bewältigung seiner Vergangenheit zu helfen. Und ja, ich fand das Buch einfach wirklich richtig schön und ich mochte die beiden Charaktere wirklich sehr, sehr gern. Und was mir auch gut gefallen hat, man liest hier wieder aus der Sicht von beiden Charakteren, also von Dylan und von Silas. Und man liest hier aber definitiv mehr von ihm als von ihr. Und das fand ich wirklich richtig gut. Hat mir gut gefallen. Man konnte ihn dadurch besser verstehen, denn ich mochte ihn im ersten Teil so überhaupt gar nicht. Ich dachte so, was ist das denn für ein arroganter Pimpf? Und ich habe auch im zweiten Teil jetzt hier gedacht so, oh, den mochtest du nicht und man merkt aber sehr, sehr schnell, was da eigentlich hinter dieser ganzen Fassade von ihm steckt und warum er so ist, wie er ist und ja, das fand ich wirklich richtig schön. Also wie gesagt, von den Charakteren her, ich mochte sie und die Nebencharaktere, also die ganzen aus dem ersten Teil und das auch das Pärchen aus dem ersten Teil sind natürlich auch wieder mit da dabei und ja, auch die fand ich wirklich richtig schön. Die Charaktere, ich finde, sie sind gut beschrieben und ja, I like it. Dann vom Setting her befinden wir uns hier immer noch an einer amerikanischen Universität, der Rusk heißt sie, glaube ich. Ja, die Rusk University. Ich liebe ja solches typisch amerikanische College-Setting. Ich weiß nicht warum, aber das hat es mir irgendwie angetan. Und ansonsten, was kann man noch erzählen? Der Schreibstil von Cora Carmack war wieder sehr, sehr schön. Sie schreibt wirklich sehr ruhig einerseits, aber sie schafft es trotzdem mit ihrem Schreibstil immer Spannung aufzubauen. Also ich finde, sie schreibt wirklich richtig schön und sie kann auch gut beschreiben und ja, ich mag den Schreibstil wirklich sehr, sehr gern. Also für New Adult Bücher ist der ideal. Also man kann sich wirklich schön in die Geschichte fallen lassen, man kann in die Geschichte eintauchen und man kann den Weg quasi in dem Buch mit den Protagonisten gehen und das ist ja was mir richtig gut gefällt und ich mag dieses Buch immer noch sehr, sehr gern und ich kann es euch auch wieder nur empfehlen, wenn ihr solche New Adult Bücher mögt. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, war mal wieder ein E-Book, denn auch ich habe noch ein E-Book-Sub, wo jetzt nicht so viele Bücher sind, aber so an die, naja, 20 sind es bestimmt auch, aber auch den muss ich irgendwann mal wegkriegen, deswegen habe ich mal wieder ein E-Book gelesen und zwar Nublia von Hannah Siebern. In diesem Buch geht es um Vampire und ich muss sagen, ich fand den Ansatz in dieser Geschichte mit den Vampiren war wirklich ganz, ganz interessant. Denn in diesem Buch geht es um Kathleen und Kathleen ist ein normaler Mensch. Sie hat gerade von ihrem Freund einen Heiratsantrag bekommen und auf dem Weg zurück nach Hause ist es dann so, dass sie von einem unbekannten Wesen angegriffen werden und auf der Flucht dann noch einen Unfall bauen und Kathleen das Bewusstsein verliert. Und als sie aufwacht, ist alles anders wie bisher. Sie fühlt sich fremd in ihrem Körper. Sie erkennt sich selbst nicht und sie hat keine Erinnerung, wer sie ist. Und ja, sie ist in einem Käfig gefangen und weiß überhaupt nicht, was los ist. Und da taucht auf einmal der mysteriöse Jason auf und sagt, dass er sie verwandelt hat und sie ab sofort der Vampirrasse als Diener dienen muss. Und das geht Kathleen so ziemlich gegen den Strich.
Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Man möchte zum Inhalt gar nicht verraten. Wie gesagt, ich fand den Ansatz wirklich sehr, sehr gut mit diesen Vampiren. Denn es gibt in diesem Buch nicht einfach nur Vampire, sondern es gibt diese Vampirrasse als Rasse halt. Und die können sich auch untereinander fortpflanzen und Kinder bekommen. Und ja, die können auch altern und tun das halt umgehen, indem sie halt immer dann sich da in ihre Särge schlafen legen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Diener. Und die Diener werden von den Vampiren erschaffen, indem sie von den Vampiren gebissen werden. Und oder halt von denen das Gift injiziert bekommen. Und diese Diener sind quasi Menschen, die untot sind, also quasi so ein bisschen wie Zombies, die aber nicht verwesen oder so. Also die sind dann halt unsterblich, die brauchen nichts essen, die brauchen nicht trinken, die brauchen nicht schlafen, die sind halt einfach untot in dem Sinne. Und so eine ist Kathleen dann und damit kommt sie wirklich nicht zurecht, sie kommt mit den Regeln nicht zurecht und ja, vermisst ihr altes Leben, auch wenn sie sich an das nicht wirklich erinnern kann, aber sie weiß halt noch, dass sie ein Mensch war, sie weiß, in was für einer Welt sie gelebt hat, sie kann auch quasi noch die Geschichte der Menschheit, also alles, was sie je gelernt hat und so, das weiß sie halt auch alles noch, sie weiß halt nur nichts Persönliches mehr und das macht es halt für sie umso schwerer, sich dann auch in diese neue Welt einzufinden. Und wie gesagt, den Ansatz mochte ich wirklich sehr, sehr gerne, aber es war leider kein Buch, was mich so umgehauen hat. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich habe jetzt nicht dringend das Bedürfnis, gleich den zweiten Teil zu lesen. Ich möchte das irgendwann sicherlich auch mal beenden, diese Reihe, und auch irgendwann mal weiterlesen. Aber ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, dass ich das sofort auf der Stelle tun muss. Fand ich ein bisschen schade, da war das bei Im Schattenreich der Vampire anders. Da habe ich ja den ersten Teil gelesen und habe mir dann gleich den zweiten gekauft, weil, oh mein Gott, ich musste wissen, wie es weitergeht. Das war ja so schlimm am Ende von dem ersten Teil. Und ja, ansonsten von den Charakteren her, ich mochte Kathleen gern. Sie ist eine Protagonistin, in die man sich gut hineinversetzen kann. Und man kann ihre Handlungsweisen auch wirklich gut nachvollziehen und man versteht, wie sie agiert und reagiert. Und ja gut, manche Sachen habe ich nicht so ganz verstanden, aber größtenteils kann man das schon nachvollziehen. Und auf der anderen Seite haben wir hier noch Jason als Charakter, der da relativ weit im Vordergrund steht. Jason ist, wie gesagt, einer von dieser Vampirrasse, der jetzt hier quasi ihr neuer Herr ist und sie in diese Welt quasi einführt. Und Jason ist aber ganz, ganz anders als gedacht und er ist schon etwas anderes im Gegensatz zu den anderen Vampiren. Und er behandelt sie auch teilweise anders, was er selber irgendwie merkwürdig findet und sich nicht erklären kann. Die Nebencharaktere fand ich auch wirklich gut. Ansonsten vom Schreibstil her kann ich sagen, dass er ein locker, leichter Jugendbuch-Schreibstil ist. Und ja, also es ist ein schönes Buch, muss ich sagen, zum Abschluss. Aber es ist halt auch nichts Besonderes. Es ist eine gute, solide Geschichte. Punkt. Damit wären wir dann schon beim dritten und letzten Buch und das ist dieses hier, Das Juwel, die weiße Rose von Amy Ewing. Da das hier der zweite Teil ist, kann ich zum Inhalt nicht wirklich viel sagen. Es geht halt hier immer noch um Violet, die als Surrogate, also als Leihmutter, an die Herzogin vom See verkauft wurde und ja, in dieser Welt nicht leben möchte und versucht, mit ihrem Freund Ash, den sie dann dort noch kennengelernt hat, zu fliehen. Und ob diese Flucht gelingt oder nicht, das ist so ein großer Teil, der dieses Buch ausmacht. Dann geht es in diesem Buch noch um eine Revolution, die im Hintergrund stattfindet. Und ja, man möchte zum Inhalt eigentlich auch gar nichts sagen, sonst verrate ich euch wirklich viel zu viel. Ich kann nur sagen, ich mochte von der Handlung her den zweiten Teil auch wieder wirklich sehr, sehr gern. Von den Charakteren mochte ich das Buch auch. Ich mochte Violet als Protagonistin auch wirklich wieder. Auch die Nebencharaktere fand ich wieder wirklich gut. Ich bin ja immer noch ein großer Raven-Fan. Ich finde Raven wirklich als Mensch in diesem Buch wirklich super sympathisch und man leidet auch teilweise sehr mit ihr. Und ja, ich mochte die Nebencharaktere auch, ich mochte die Hauptprotagonistin und ja, Charaktere top, kann man nicht sagen. Ansonsten kann ich ja sagen, dass ich mit dem Worldbuilding in diesem Buch wieder wirklich meine Schwierigkeiten hatte. Ich habe immer noch Probleme, so mir die Größen vorzustellen von den einzelnen Ringen. Denn wenn hier beschrieben wird, ja, und man kann blicken so weit, wie man will, man sieht nur Felder, dann denke ich mir, okay, das muss eine riesige Insel sein, auf der die leben. Und ja, auch dann ansonsten dieses ganze Drum und Dran mit dieser Insel, wie das Ganze aufgebaut ist und wie das alles aussieht optisch, das ist für mich wirklich schwer zu greifen. Denn ich habe einerseits immer so ein Bild von Panem im Kopf, mit den ganz Reichen und dann den ganz Armen und dann gibt es hier noch da irgendwas da dazwischen und das ist so irgendwie, ich habe irgendwie im Kopf, kriege ich diese Welt nicht ganz konform mit meinen Vorstellungen. Also ich versuche mich dann immer beim Lesen, also ich habe dann beim Lesen immer nur gedacht, okay, konzentriere dich auf die aktuelle Szene und versuche nicht das Ganze irgendwie in ein Bild zu kriegen. Aber damit hatte ich echt meine Probleme wieder mit dem Worldbuilding. Ansonsten fand ich die Welt auch wirklich wieder sehr, sehr cool.
Vom Schreibstil her kann ich sagen, dass Amy Ewing wirklich einen locker leichten Jugendbuchschreibstil hat. Also es ist hier nichts Kompliziertes, das Buch lässt sich wahnsinnig leicht und auch wahnsinnig schnell lesen. Und gibt es vom Schreibstil her auch absolut nichts zu meckern. Einziger großer Kritikpunkt, den ich hier habe in diesem Buch ist, ich finde es halt teilweise sehr hart an der Grenze von einem Jugendbuch. Also die ganzen Sachen, die hier erzählt werden in diesem Buch. Ich meine, hier in diesem Buch werden Kinder entführt, vergewaltigt, ermordet, gequält, gefoltert und keine Ahnung, was nicht noch alles. Und ich finde es einfach teilweise sehr krank, was in dieser Welt abgeht, und damit habe ich echt meine Probleme, und ich habe auch meine Probleme damit, das noch in so ein Jugendbuchgenre reinzustopfen. Und ich finde, dass auch das Cover absolut das Falsche von diesen Büchern vermittelt. Also ich wüsste nicht, ob ich mein jugendliches Kind, also ich schätze mal, die Zielgruppe hier wird so 14, 15 sein, aber es werden sicherlich auch jüngere Kinder lesen. Und ich weiß nicht, ob ich meinem 12, 13, 14-jährigen Kind das lesen lassen möchte, wie irgendwelche Kinder sich gegenseitig da vergewaltigen. Also das war für mich wirklich, also das war für mich als Erwachsener, also man liest das nicht und das wird auch nicht beschrieben, aber das wird halt einfach so erzählt, dass das halt in dieser Welt so ist. Und diese Vorstellung alleine daran, die finde ich so krank und das finde ich so schrecklich. Ich weiß, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und Heititei sein kann, um Gottes Willen. Aber ich finde das einfach wirklich ein bisschen zu krank und das geht mir irgendwie persönlich so ein bisschen zu weit und das war mir ein bisschen zu strange. Und das ist echt was, womit ich in diesem Buch ein großes Problem habe. Das hatte ich im ersten Teil schon, dass ich da so ein Problem hatte mit dieser ganzen Welt, in diesem ganzen Drum und Dran. Aber hier in diesem Buch war es noch um einiges schlimmer und das hat für mich auch das Buch ein bisschen versaut, um ehrlich zu sein. Also wie gesagt, die Handlung fand ich wirklich gut, Charaktere waren okay, Schreibstil war echt gut. Wie gesagt, Worldbuilding hatte ich so meine Probleme, aber dieses Drum und Dran hat mich wirklich, das hat mir irgendwie wirklich ein bisschen aufgestoßen. Ich weiß, dass die Jugend von heute mit der Jugend von damals nicht zu vergleichen ist und bla bla bla. Diese Diskussion hatten wir ja alle schon, aber es ist halt meine Meinung und also wie gesagt, ich finde das Buch einfach ein bisschen krank und ich finde, das Cover vermittelt absolut den völlig falschen Inhalt. Und ansonsten mochte ich das Buch natürlich, aber ich meine, ich bin jetzt alt genug, dass ich da mit solchen Sachen umgehen kann. Ich war zwar im ersten Moment auch entsetzt und schockiert, wo ich das gelesen habe, aber ich weiß halt nicht, ob so ein jugendliches Kind da mit umgehen kann oder so ein Jugendlicher. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde, sowas muss man als Jugendlicher auch nicht lesen. Naja, egal. Mein Fazit zu Dass sie will die weiße Rose ist, dass ich das Buch wirklich gut fand. Ich fand die Handlung wirklich richtig gut. Das Buch hatte auch einen Cliffhanger am Ende. Also man möchte auf jeden Fall auch wissen, wie es weitergeht und wohin die ganze Geschichte auch noch führt und wie das Ganze am Ende natürlich auch ausgeht. Und wie gesagt, diese eine Sache, die stößt mir da immer noch auf. Habt ihr das Buch vielleicht schon gelesen? Und wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Oder empfinde nur ich das so? Oder habt ihr das gar nicht so empfunden, dass das so mit den Kindern so schlimm ist? Vielleicht ist es ja auch wieder nur meine persönliche Ansicht. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, falls ihr dieses Buch schon gelesen habt. Und wenn ja, was ihr dazu sagt und wie ihr das Ganze findet. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.